Heute werden wir einen superschnellen Gildenkampf machen. Wie man merkt, erst einmal, ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit für den ersten Gildenkampf, merke ich gerade. Richtig? No, ja gut, 2 Stunden geht noch. Ganz kurz, die Woche ist ein bisschen schwierig bei mir. Ich glaube, das merkt man so ein bisschen, ne? Deswegen entschuldigt mich da an der Stelle bitte einmal. Ja, das wird, denke ich mal, ab nächster Woche wieder ein bisschen besser aussehen, aber diese Woche ist echt schwierig. Ja, meine Tochter hat halt auch Ferien, deswegen, man macht halt ein bisschen mehr, ne? Deswegen entschuldigt das. Ansonsten Streams, viele warten, glaube ich, auch auf den Stream bezüglich des, dieses Paket, was mir Comtours geschickt hat, bevor wir dazu kommen. Vielleicht mache ich darüber doch ein Video, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Kommt drauf an, wie das Zeitmanagement hinhaut. Wenn es hinhaut, mache ich den Stream. Und wenn es nicht hinhaut, mache ich ein Video. Ja, also entweder diese Woche Stream noch oder Video kommt auf die Zeit an, die mir noch übrig bleibt dafür, ja. Also wie gesagt, entschuldigt mich das. Deswegen heute nur einen kurzen, knappen Gildenkampf gegen HW irgendwas. Kenne ich nicht. Ja, das war's eigentlich. Das wollte ich einmal ganz kurz sagen, weil ich glaube, viele warten auf sowas, ne? Und viele fragen auch, wo bleibt das Amber-Video zu der Klingen... Wie heißt die? Kampfengel? So? Genau, ne, da warten auch viele drauf. Ich weiß, kann ich auch verstehen, ist aber halt ein bisschen doof, ne, meine, und RTA warten auch viele. Wird, denke ich, ich schätze, es wird ab nächster Woche wird wieder ein bisschen mehr Zeit sein, da haben wir nicht so viel vor wie jetzt diese Woche, ja. Und darauf die Woche, also übernächste Woche, geht meine Tochter dann auch wieder in die Kita, sprich, also da wird dann, spätestens da wird alles wieder regulär laufen, ne, das wollte ich noch sagen. Da werden auch wieder mehr Streams kommen, da wird auch wieder 2 Videos spätestens am Tag kommen, bezüglich halt, wie gesagt, RTA und das andere, ne, also RTA und ein normales Video, da gehen wir dann auch ein bisschen wieder aufs andere Zeug ein, da gehen wir dann auch auf TUA Hell ein und alles, was dazugehört, alles, was ich halt angesprochen hatte, spätestens da, ne, das ist ein bisschen doof gelaufen, weil das auch ein bisschen Problematik war jetzt mit der DBX hier. Weil die DBX ja Probleme gemacht hat. Die läuft jetzt, wie gesagt, tadellos. Mit den Einstellungen bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich kann auf jeden Fall weiter vom Mikrofon weg. Dann geht das auch. Ja, ich glaube, das hat noch ein bisschen was mit der Gain zu tun. Ich muss nicht mehr mein Mikrofon abknutschen. Das ist ein Vorteil. Ja. Ja. Da habe ich nichts zu sagen. Ansonsten Balance Patch, da bin ich gehypt drauf. Ich bin auf den Balance Patch gespannt, wenn er rauskommt. Müsste eigentlich auch bald kommen. Spätestens Anfang nächster Woche. Bin ich mal gespannt, wie der Balance Patch so gibt. Vor allem auch mit den Orakeln. Ne? Weil mich trifft das mit den Orakeln ja auch zum Beispiel sehr hart, weil ich sehr viele Orakel nutze. Ne? Ich benutze ja eigentlich alle, bis auf Praha nicht so häufig und... Lima, weil ich sie halt nicht habe. Ja, aber die benutze ich halt nicht so häufig, aber den Rest benutze ich eigentlich tagtäglich. Ansonsten, mir wurde gefragt wegen den Runen von Zyros etc. aus dem letzten Video, das ich gemacht habe zum Inter-Server-Battle, also Arena-Battle, da kommt, ich werde die Runen dazu zeigen, wenn ich sowieso mit der versuche, auf G3 zu kommen, nur mit dieser Offense. Da werde ich die dann zeigen. Ich habe das bei dem Bomber-Team leider vergessen. Das ist mir aufgefallen, dass ich das vergessen habe. Zeige ich vielleicht dann nochmal hinterher, wenn daran Interesse steht. Aber die Bomber, die ich so benutze, sind eigentlich nichts Weltspannendes. Diese sind halt so Standardbomber. Oder? Nee, ich habe eine Idee. Könnten wir mal testen hier? Ich glaube, das wird ein Lose, aber ich möchte es gerne testen. Hier unten gehen wir safe rein, dass wir zumindest einen Draw holen könnten, gegebenenfalls. Ah, ja. Oh, ich bin sogar schneller. Erstmal Sierra. Bababam. Jetzt bitte absorb die Alte da. Okay, ein Stun ist fein. Aber ich habe die Dings, die Sierra nicht gestunt. Einer wird dein und das ist Orochi. Ist das fein? Ich meine, sei. Oh, der lebt noch. Oh ja. Oh nee, jetzt ist da Wille drauf. Wie soll ich da die Wille wegkriegen? Okay, ich muss das machen. Ich krieg leider keinen Proc, weil die nicht auf. Okay. Imrisis, die kann ich brocken. Autsch. Es ist. Okay, ich krieg den Orion dead, aber ich krieg die nicht dead, bevor die mich dead. Ah! Nein! Okay, ich muss das machen und dann hoffen, dass die mich nicht tötet. Nein! Nein! Oh, so knapp, ey. Das war knapp. Ich dachte, ja, wäre sie nicht geprockt, hätte ich sie absorben können und dann hätte ich es vielleicht noch geschafft.
Knappe Kiste, Mann. Knappe Kiste. Na, ich glaube, aufs Paket sind halt viele gespannt, ne? Deswegen, tut mir leid, dass das jetzt so lange auf sich warten lässt. Das geht halt aber auch mehr darum, weil ich es halt, wie gesagt, eigentlich am liebsten im Stream öffnen würde mit euch, anstatt halt ein Video draus zu machen. Aber ich schätze, es wird halt vermutlich eher auf dem Video auslaufen, weil ich das dann sehr wahrscheinlich jetzt die Tage machen werde. Wobei ein Stream echt cooler wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte eher Bock, daraus einen Stream zu machen, aber die Zeit wird diese Woche hundertprozentig nicht dafür reichen. Frühestens Montag, schätze ich. Vielleicht Sonntag. Aber eher Montag, Dienstag. Und ich weiß nicht, ob ich noch so lange warten möchte. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, muss ich sagen. Ob ich da wirklich so lange warten möchte. Ich guck mal. Ich werde mal gucken. Ja, ich schätze, ihr habt auch eher Bock auf Stream, ne? Ihr habt bestimmt auch eher Bock auf Stream als auf ein Video in der Hinsicht. Ich meine, ich würde daraus auch ein Video machen dann. Ne, je nachdem. Wobei ich coole Videoideen hätte, wie ich das so ein bisschen funny machen könnte. Da hab ich coole Ideen, aber ob ich das so... Da bin ich ja am Hard Struggle, Mann. Muss ich echt sagen. Na, mal gucken. Ja. Ansonsten, was wir auch noch, glaube ich, bald haben, sind wieder ein paar Beschwörungen. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, ich werde auch mal wieder sparen bezüglich LDs so ein bisschen. Ich glaube schon. Hätte ich Bock drauf. Mal wieder so ein 50er LD-Opening oder so. Da bin ich ja mal... Sollen wir das mal machen? Das da oben interessiert mich. Gianna. Ich meine, ich habe Gianna auch drin. Aber die darf könnte ich bauen. Da oben. Ich bin immer noch am Hard Struggle, was ich bauen möchte. Das könnte ich theoretisch so lassen, glaube ich, das Team. Dominik könnte ein bisschen problematisch werden, aber ist eigentlich fein. Hier oben würde ich einfach mit Tessarion reingehen, wenn ich jetzt mal gegen die Depp so neutral spielen würde und wahrscheinlich so. Ich schätze, dass die Gianna schneller ist, aber das ist an sich jetzt nicht das große Problem. Schätze ich, hoffe ich. Okay. Trifft natürlich wieder 100 Rest, aber Gianna wird schon eher auf 100 ACC gebaut. Daher, das kann ich noch verstehen, wenn das klappt. Okay, resisted, natürlich. Oh, Stun. Okay, ich möchte hier erstmal wegklatschen. Weil ich wegklatschen kann, kann ich auch wegklatschen. Was gut ist, denke ich. Natürlich. Okay, sie ist auf Vio. Okay. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie vielleicht auf Swift ist, wenn sie schon ohne Speedlead hier ist. Dass es eventuell einen Fast Rip geben sollte. Hätte man wahrscheinlich auch sonst cleaven können jetzt. Rein theoretisch gesehen. Der Vogel ist dead. Na, okay. Jetzt ist der Vogel dead. Die Bombe kann ich... Ja, okay, war ein Easy Death. Also, die macht eigentlich nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen, die macht nichts. Okay, gut. Das lag nicht daran, dass ich Molly benutzt habe. Sind wir mal ehrlich. Das lag jetzt nicht daran, dass ich Molly benutzt habe. Okay, Pontos cuttet, aber der derbt. Das ist fein. Dann weiß ich, dass ich ihn zuerst snipen werde. Ja, Dominik macht zwar Dominik-Sachen, aber ich denke, das ist fein. Das Problem ist, ich muss erstmal auf den gehen. Und hoffen... Nee, warte mal, das funktioniert. Ach, ich muss dieses doofe Team mal tun. Oh, das ist so belastend. Okay, er derbt nochmal. Okay, das kommt nicht häufig vor. Aber wenn er jetzt nochmal prockt, ist der Ball weg, Dad. Okay. Ja, erstmal Pontos. Pontos ist das Gefährlichste hier, weil ich auch keinen vernünftigen Stripper, wobei er der einzige Buffgeber ist. Na gut, dafür geht mein Ball weg jetzt, Dad. Und wenn ich Pech habe, geht sogar mein Momolong gleich, Dad. Durch Dominik mit einem Deathbreak. Und dann ist die Frage, ja, noch lebe ich. Dann gehe ich erstmal auf den Deathbreak. Hier Block bringt mir halt nichts. Aber das wird mir auch nichts bringen, der ist Dad. Ja, yep. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Dominik gegen Woozer. Noch ist der Nerf ja nicht da. Wobei, ist es ein richtiger Nerf? Keine Ahnung. Viele sagen ja, manche sagen ja, manche nein. Und er macht ihn. Ich hoffe auf den Proc. Nope. Ja, okay, er macht ihn. Ich kriege aber auch keinen... Oh doch, jetzt mal Sleep. Schade. Okay, gut. Komm, machen wir mal eben hier noch die paar Scrolls machen wir noch mal eben zum Ende auf. Wie immer, 14.06. Let's go. Und hoffen, vielleicht kriegen wir was. Was ich aber nicht denke, nicht bei der Anzahl. Das wäre lucky, wenn wir da jetzt noch irgendwas ziehen. Aber damit wir noch so ein kleines Opening am Ende haben. Ups, ein Hüppchen und ein Miau. Ach ja, die wollte ich mir ja bauen. Stimmt. Ganz vergessen. Wind. Let's go. Nein. Feuer. Nope. Und Wasser noch. Leider nicht. Schade Schokolade. Hier lohnt sich halt nicht zu öffnen, weil ich da alles habe. Gut, ich bin durch. Ich bin eigentlich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschu, kurzer, knackiger Gildenkampf.